Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Aizawa Keiichi, Direktor des Japanischen Kulturinstituts Köln von der Japan Foundation. Ich grüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Online-Vortrag zum Thema globale Grenzgänge, Praktiken des Kulturtransfers zwischen Japan und Europa in zeitgenössischer Kunstmusik. In den zurückliegenden Dekaden seit dem Kriegsende entwickelten sich im Bereich der zeitgenössischen Musik signifikante Ausdrucksformen aus dem reziproken Kulturaustausch zwischen Japan und Europa. Wir freuen uns sehr, für dieses spannende Thema eine unserer ehemaligen Stipendiatinnen gewonnen zu haben, die sich seit langem als Musikwissenschaftlerin und Publizistin mit diesem besonders fruchtbaren Zweig des Kulturaustausches befasst. Im Hintergrund des heutigen Vortrags liegt aus der Sicht des Japanischen Kulturinstituts eine Reihe der Konzerte der zeitgenössischen Musik, die wir, obwohl unser Haus wegen Corona noch geschlossen ist, zumindest online im YouTube-Kanal und hoffentlich bald doch in unserem Saal anbieten können. Ich möchte mir zunächst mal erlauben, diese drei Konzerte Ihnen kurz vorzustellen. Im letzten Monat feierten das Klarinett-Duo Beate Zerinsky, David Smyers und das Asalio-Quartett ihr 40. respektive 20. Bühnenjubiläum unter dem Titel Haiku-Skizzen im Japanischen Kulturinstitut. Zu diesem Konzert, das auch vom Deutschlandfunk mitgeschnitten wurde, wurden drei Kompositionen von Michael Denhoff, Michael Svoboda und Kishino Marika uraufgeführt. Das Konzert wird in Kürze auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sein. Die Sendung des Deutschlandfunks ist für Herbst geplant. Für Juni ist ein Konzertprojekt mit der Jungen Deutschen Philharmonie geplant, in dem das Klarinett-Quintett von Mozart als musikalischer Rahmen für Stücke moderner japanischer Komponisten wie Hosokawa Toshio und Fujikura Dai dient. Last noch but least, Hosokawa Toshios Werke möchten wir im November mit einem Gesprächskonzert mit Ueno Yoshie Flöte und Kitamura Tomoki Klavier erneut fokussieren. Gerade vorgestern, am 19. Mai, haben wir erfahren, dass Hosokawa Toshio mit der Goethe-Medaille 2021 ausgezeichnet wird. Wir freuen uns umso mehr darauf, Hosokawa im November zu uns einladen zu dürfen und dass er im Konzert nicht nur seine eigenen Werke, sondern auch die Werke seiner Lehrer, aber auch seiner Schüler erläutern wird. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass wir heute zum Thema der wechselseitigen Beziehungen und Einflüssen zwischen Japan und Europa im Bereich der zeitgenössischen Musik einen Vortrag hören können. Und in diesem Sinne darf ich Ihnen Frau Dr. Imke Misch vorstellen, die aktuell an der Technischen Universität Braunschweig tätig ist. Frau Dr. Misch studierte zunächst historische Musikwissenschaft, Romanistik und neuere Geschichtswissenschaft in Münster, an der Universität Poitiers in Frankreich, in Freiburg und dann Köln, wo sie 1998 zu einer Werkgruppe von Karl-Heinz Stockhausen promovierte. Im Jahr 2019 war sie Stipendiatin der Japan Foundation und forschte als Gastwissenschaftlerin an der Graduate School of Arts and Sciences der Universität Tokio. Wir danken Frau Misch, dass sie uns heute in ein faszinierendes Kapitel des Kulturaustausches einführt und damit zu einer Entdeckungsreise zwischen Vertrauten und Unbekannten auf dem Gebiet der Musik. Nach dem Vortrag wird Frau Misch freundlicherweise auch auf die Frage eingehen, die Sie während des Vortrags oder anschließend stellen können. Wenn Sie Fragen haben, also finden Sie auf dem Bild unten die Frage- und Antwort-Taste auf der unteren Leiste.
Dort klicken Sie und schreiben Sie Ihre Fragen kurz. Diesen Teil der anschließenden Frage und Antwort wird unser Kulturreferent Thomas Kolk moderieren. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen nun einen inspirierenden Abend mit dem Vortrag von Frau Misch. Sie haben das Wort. Bitte schön. Danke Ihnen sehr herzlich. Ich versuche gerade meinen Bildschirm noch mit Ihnen zu teilen. So, dann kann es ja losgehen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend zu Ihnen sprechen darf und danke der Japan Foundation und dem Japanischen Kulturinstitut für die Möglichkeit, Ihnen einen kleinen Einblick in meine musikwissenschaftlichen Forschungen geben zu dürfen. Und danke vor allem Herrn Direktor Aizawa für die freundliche Begrüßung. Im Zentrum meiner Ausführung steht der Kulturtransfer zwischen Japan und Europa in zeitgenössischer Kunstmusik, den ich anhand einiger Beispiele veranschaulichen möchte. Ich betrachte den Zeitraum seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Gegenwart, wobei ich speziell auf den Einfluss eingehen werde, den die Beschäftigung mit Japan für europäische Komponistinnen und Komponisten einerseits und für japanische Komponistinnen und Komponisten andererseits gehabt hat. Exemplarisch geht es um das musikalische Schaffen von Takemitsu Togo, Hosokawa Toshio und Kubo Mayako, auf der anderen Seite um Karl-Heinz Stockhausen, Kaya Sarriaho und François Bell. Die Auswahl wäre selbstverständlich erweiterbar, ist aber aufgrund des begrenzten Zeitfensters limitiert, weshalb ich besonders repräsentative Beispiele gewählt habe. Ich beginne mit den beiden prominentesten Vertretern der Musikgeschichte seit 1950 mit Takemitsu Togo und Karl-Heinz Stockhausen. Die beiden Komponisten verbindet ein zentrales Ereignis, die Weltausstellung in Osaka 1970, bei der sie gewissermaßen Tür an Tür oder besser gesagt Pavillon an Pavillon jeweils ihre Musik dem internationalen Publikum präsentierten. Wie Sie dem Foto in der Mitte entnehmen können, verband die beiden ein von Sympathie und Humor geprägtes Verhältnis, auch wenn sie über die Begegnung in Osaka nur wenige weitere Berührungspunkte hatten. Takemitsu, geboren 1930 und Stockhausen, Jahrgang 1928, verbindet als Zeitgenossen eine Kindheit und Jugend, die wesentlich durch den Zweiten Weltkrieg geprägt war. Takemitsu, den viele von Ihnen sicher auch als Filmmusikkomponisten kennen, mit berühmten Filmen wie Ran, Kwaidan, Kleine Sommerschwester oder Schwarzer Regen, war weitgehend Autodidakt, insofern er nicht an einem Konservatorium studierte. Vor allem über die amerikanischen Besatzer kam er in Kontakt mit der westlichen Pop-, Jazz- und Kunstmusik, die ihn weitaus mehr faszinierte als die traditionelle japanische Musik, die er aber auch von Kindheit an kennengelernt hatte, etwa über seinen Vater, der die traditionelle Bambusflöte Shakuhachi spielte, oder über seine Tante, die Koto-Spielerin war. Nachdem sich Takemitsu für eine kompositorische Laufbahn entschieden hatte, stand zunächst die Orientierung am Westen im Vordergrund, was der gesamtpolitischen Situation entsprach. Sie wissen, Japan war während des Shogunats international isoliert geblieben und mit dem Beginn der Meiji-Zeit ab 1868 hat es eine erste starke Ausrichtung nach westlichen Maßstäben gegeben, was gleichzeitig mit einer Zurückweisung der eigenen Traditionen und Werte einherging. Bis zum Zweiten Weltkrieg hatte sich Japan als mächtige und moderne Nation behauptet, doch durch die Atombombenwürfe auf Hiroshima und Nagasaki provozierte Kapitulation mit der nachfolgenden Besatzung durch die Alliierten bzw. de facto durch die Amerikaner gab es erneut eine starke Einflussnahme durch den Westen bzw. Orientierung am Westen. Rückblickend äußerte Takemitsu, dass er zu Beginn seiner Kompositorenlaufbahn gegen jeden japanischen Nationalismus habe kämpfen wollen. Er habe sogar, ich zitiere, physikalische Abscheu gegenüber japanischer Volksmusik empfunden und vor allem alle Musik vermeiden wollen, ich zitiere weiter, die politisch verwendeten Kriegskompositionen ähnelte. Als Konsequenz dessen habe er sich auf alles gestürzt, auch das ist ein Zitat, was frisch aus Europa und Amerika importiert wurde. Wie kein anderer Komponist reagierte Takemitsu stets umgehend auf neue Tendenzen aus dem Westen, die von ihm aufgegriffen, erprobt, beibehalten oder verworfen wurden. Während anfangs die Betonung des Westbezugs im Vordergrund stand, um Aktualität,
Konkurrenzfähigkeit und Internationalität zu demonstrieren, zeichnete sich ab den 1960er Jahren in Takemitsus Musik eine gezielte Verknüpfung moderner westlicher Aspekte mit spezifisch japanischen Qualitäten ab, die spätestens ab Ende der 60er Jahre Kennzeichen seiner Konzert- und Filmmusik blieb. Aus historischer Perspektive fällt der Zeitpunkt einer Verknüpfung westlicher und östlicher Einflüsse in Takemitsus Schaffen zusammen mit einer durch die zunehmende Globalisierung geprägten Situation in den 1960er Jahren. Japan war national und international wieder erstarkt und der Westen entdeckte die asiatischen Länder als Quelle künstlerischer Inspiration. Die Wertschätzung des aus europäischer Sicht Fremden bewirkte in der Folge auch in Asien eine wachsende Höherbewertung und Akzeptanz des eigenen. Auslöser der expliziten Hinwendung zur japanischen Kultur war eine Schlüsselbegegnung Takemitsus mit dem volkstümlichen Figurentheater Bunraku. Dass ihn die Bunraku so tief habe bewegen können, erläuterte Takemitsu, sei wahrscheinlich überhaupt nur deshalb möglich gewesen, weil er so lange und intensiv die Musik des Westens studiert habe. Ich zitiere, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Von dieser Zeit an habe ich den Unterschieden zwischen japanischer und westlicher Musik besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Mit großer Sorgfalt habe ich dabei versucht, meine Sensibilität für japanische Musik, die ich schon immer in mir hatte, weiter zu kultivieren. Mit Beginn der 1960er Jahre sind die Bezüge zur japanischen Tradition in Takemitsus Musik offensichtlich. Er komponierte beispielsweise Le Son Calligraphié 1 bis 3, übersetzt so viel wie kalligrafierter Klang, und Masque, was sich auf die Masken des No-Theaters bezog, dann das Streichquartett Landscape, in dem er sich vom Instrument Shō inspirieren ließ, und pentatonische Skalen, wie sie für die japanische Volksmusik typisch sind, verwendete. Oder die Uraufführung der Tonbandkomposition Water Music, ebenfalls 1960, wurde von No-Tanz begleitet. Die japanische Gartenkunst, ein weiteres klassisches Symbol für Japan, fand Eingang in Arc, also Bogen, für Klavier und Orchester aus dem Jahr 1963. Natürliche Elemente des Gartens wie Gras, Blumen, Bäume, Steine, Sand und Erde inspirierten die Struktur des Werkes, ließen einen musikalischen Garten entstehen. Ich zitiere aus dem Werkkommentar: In diesem metaphysischen Garten habe ich versucht, eine Zeitstruktur zu schaffen, die stark von der traditionellen Idee des Ma beeinflusst ist, wie sie im No-Theater im Ermessen des Darstellers liegt. Dadurch, dass es dem Soloklavier erlaubt ist, durch den Garten zu streifen und wechselnde Perspektiven einzunehmen, ist das Stück von einem festen Rahmen befreit. Es wird ein Mobile, das stark an die Handrollenmalerei der Heian-Periode erinnert. Obwohl Takemitsu mit Garten, No, Ma und der Handrollenmalerei Inbegriffe japanischer Kultur aufruft, versetzt er sie dennoch im selben Atemzug in die westliche Hemisphäre. Er schreibt weiter, ein solches Konzept, das den individuellen Partien Modus und Rhythmus zuschreibt, als seien sie Charaktere in einem Theaterstück, geht auf die Tradition und den musikalischen Geist von Debussy und Messiaen zurück. Claude Debussy und Olivier Messiaen waren zwei sehr wichtige Komponisten von Takemitsu, die gerade im Bereich der Harmonik auch ihre Spuren hinterlassen haben. Ein Schlüsselwerk, mit dem sich Takemitsu im internationalen Bewusstsein und in der musikalischen Welt als japanischer Komponist verankerte, war der ein Jahr später realisierte Auftrag November Steps. In dem für die New Yorker Philharmoniker komponierten Stück wird das Orchester mit Biwa und Shakuhachi kombiniert, aber in dem Sinne, dass die instrumentalen musiksprachlichen Differenzen nicht in Einklang gebracht sind, sondern als besondere Qualität hervorgehoben werden. Hierzu habe ich Ihnen ein Klangbeispiel mitgebracht. Ich bitte, die Qualität zu entschuldigen, aber es ist eben eine Aufnahme aus der Zeit, die ich Ihnen aber nicht vorenthalten wollte. Thank you.
Der hier formulierte bewusste Rekurs auf die Kontraste zwischen Ost und West bleibt spätestens ab dieser Zeit der Grundpfeiler von Takemitsus Musikästhetik, wobei die Kategorien Ost und West im Übrigen nie klar definiert werden, sondern eine Art Feldgröße darstellen, die sich aus mehr oder weniger bildhaften, stereotypen Zuschreibungen, Assoziationen, vagen Andeutungen, polarisierenden Setzungen etc. speist. Takemitsu hat sehr viele Texte geschrieben und veröffentlicht, gerade auf Japanisch, liegt dort viel vor, auf Deutsch oder Englisch etwas weniger, aber man kann es trotzdem sehr gut erfassen. Japan wird symbolisiert durch die Natur, es steht für Harmonie und Balance, für die Befreiung der musikalischen Klänge von musikalischen Regeln, für Stille und das richtige Gefühl. Der Westen hingegen ist korreliert mit, und das sind jetzt Zitate aus Takemitsus Schriften, Künstlichkeit, Funktionalität, Konstruktion, Regulation, Kontrolle durch vorgefertigte Regeln. Im Nachdenken über die beiden Kulturen spricht Takemitsu in seinen Essays wiederholt davon, dass ihm trotz seiner japanischen Herkunft die traditionelle Landesmusik zunächst vergleichbar fremd wie die Musik Europas war, und dass er beides für sein eigenes Komponieren erst kennenlernen und individuell amalgamieren musste. Aus postkolonialer Warte sowie vor dem aktuellen Hintergrund einer Vielzahl globaler Prozesse, die mit kulturellem Austausch verbunden sind, lässt sich aus heutiger Sicht Takemitsus Musikdenken schlicht als hybride Konstruktion bezeichnen. Seine Haltung gegenüber einer nationalen Zuordnung ist dabei bisweilen durchaus ambivalent. Ich zitiere, als jemand, der westliche Musik mit großem Respekt behandelt hat und Komponieren als Lebensgrundlage begreift, bin ich auf einen nicht lösbaren und sogar wachsenden Widerspruch gestoßen. Ich frage mich, kann aber nicht beantworten, ob alle japanischen, asiatischen, fernöstlichen Komponisten diesen Widerspruch empfinden. Ich bin kein Komponist, der Japan repräsentiert, nicht einmal ein japanischer Komponist. Geboren und aufgewachsen in Japan, bin ich mir aber bewusst, von dieser Kultur beeinflusst zu sein, selbst wenn ich versuche, mich von diesem Einfluss zu befreien. An anderer Stelle heißt es, ich möchte mich in zwei Richtungen zugleich entwickeln, als Japaner in traditioneller Hinsicht und westlich in innovativer Hinsicht. Ich möchte die Widersprüche gar nicht auflösen, im Gegenteil will ich die beiden Seiten gegeneinander kämpfen lassen. Als Konfrontation im Sinne eines Kampfes zweier musikkultureller Seiten sind seine Werke aber wohl kaum zu hören. Im Gegenteil zielte Takemitsu letztlich auf kompositorische Kombination, aber nicht so sehr im synthetischen Sinne. Kommen wir zu Hosokawa Toshio, eine Generation weiter, geboren 1955 in Hiroshima, lernte Hosokawa ähnlich wie Takemitsu traditionelle japanische Musik als Kind über die Familie kennen. Er erhielt aber auch Klavierunterricht und lernte so den Kanon westlicher Musik kennen. Als Jugendlicher begann er zudem die Schallplatten seines Vaters zu hören, das klassische Repertoire Europas von Bach bis zur Gegenwart wurde ihm so vertraut. Mit 21 Jahren ging er nach Berlin 1976, um an der Hochschule der Künste Komposition beim koreanischen Komponisten Isang Yoon zu studieren. Beim dortigen Metamusik-Festival im Jahr 1978 hatte er, wie er es sagte, eine wirkliche Begegnung mit traditioneller japanischer Musik. Er hörte Gagaku-Musik, lernte zudem den buddhistischen Ritualgesang Shomyo kennen und hörte Koto-Musik. So entdeckte er vor dem europäischen Hintergrund diese Musik neu und vor allem auch ihre Schönheit. 1983 wechselte Hosokawa nach Freiburg, wo er bis 1986 sein Studium bei Klaus Huber fortsetzte. In einem Vortrag, zu dem Ende des Jahres 2000 Christoph von Blumenbrüder und ich Hosokawa an die Universität zu Köln eingeladen hatten, berichtete er,
Was ihm sein Kompositionslehrer Klaus Huber empfohlen hatte, nicht nur weiter europäische Musik zu studieren, sondern sich gezielt intensiver mit japanischer Musik zu befassen. Er sei daraufhin nach Japan zurückgereist und habe dort die japanische Hofmusik Gagaku studiert, sich mit dem Zen-Buddhismus, dem No-Theater, der Kalligrafie und anderem befasst. Nach Hosokawas Aussage ist sein Verhältnis zu Japan, zu japanischen Kultur und Tradition sehr stark gerade dadurch geprägt worden, dass er erst in Europa studiert habe und von dort zu seinem ursprünglichen Kontext zurückgekehrt sei. Im Anschluss an den Vortrag habe ich ihn damals gefragt, ob er durch den veränderten Blick auf die eigene Tradition und Herkunft auch ein anderes Verhältnis zur europäischen, westlichen Kultur entwickelt habe, die ja streng genommen zunächst auch fremd gewesen sein muss. Hosokawas Antwort lautete: Mir ist die europäische Kultur nicht fremd, mir ist japanisches Gagaku viel fremder als europäische Musik. Das ist das heutige Japan, das ist meine Realität. Die meisten Japaner tragen keinen Kimono mehr und wir essen morgens kein japanisches Frühstück. Meine Musik ist das Japan von heute und nicht von gestern. Ich möchte an meine alten Traditionen anknüpfen, aber es wäre nur ein äußerliches Nachahmen, wenn ich in einer betont japanischen Weise schriebe. Daher will ich nicht japanisch komponieren. Ich weiß nicht, was Japan ist. Ich möchte meine Musik schreiben und dafür brauche ich europäischen Einfluss, aber auch eine traditionelle Denkweise. Beides brauche ich und stehe im Widerspruch zwischen diesen beiden, sodass man nicht weiß, was daraus entsteht. Obwohl auf den ersten Blick Takemitsu und Hosokawa ähnliche Ansätze verfolgen, indem es beiden darum geht, eine eigene individuelle Position im westöstlichen Musikdenken und Spannungsfeld zu formulieren, gibt es doch einige wesentliche Unterschiede. Takemitsu, der seinen Lebensmittelpunkt immer in Japan hatte, spiegelt in seinem Werk eine politische und kulturgeschichtliche Dimension, ohne dass es sich um sogenannte politische Musik handelt. Vielmehr ist damit gemeint, dass der Selbstbehauptungsprozess Japans im internationalen Gefüge seit dem Zweiten Weltkrieg sich im musikästhetischen Prozess niedergeschlagen hat, in der Art des Umgangs mit japanischem und westlichem Erbe, und zwar in dem Sinne einer zunehmenden Emanzipation des japanischen Anteils. Dabei relativierte sich zugleich die westliche Dominanz zugunsten eines souveränen Umgangs mit den Gegensätzen zwischen westlicher und östlicher Kunst und Kultur. Einer der Gipfelpunkte dieser Gesamtentwicklung war die Weltausstellung in Osaka, eine der größten und opulentesten Weltausstellungen überhaupt, die die wiedererlangte Stärke und Blüte Japans demonstrierte. 1970 war auch Takemitsu auf einem Höhepunkt seiner nationalen und internationalen Bedeutung und Anerkennung als Komponist angelangt. Hosokawa, der im Alter von 25 die Weltausstellung besuchte, entdeckte zu jener Zeit nicht nur die europäische zeitgenössische Musik, sondern auch die Musik Takemitsus, der ein wichtiges Vorbild wurde und blieb. Zum Beispiel verweist er darauf, dass er das Konzept des Schweigens und der Stille in seiner Musik und seinem Denken auf Takemitsu zurückbindet. Hosokawas Verknüpfung von West und Ost fußt also auf anderen Voraussetzungen, einem anderen historischen Kontext und ist eher auf Synthese als auf Opposition ausgerichtet, weniger auf unbedingte Innovation, sondern es ist getragen von einem postmodernen Impetus, der auf Verfügbarkeit von Stilen und Elementen im Rahmen einer zunehmenden Globalisierung ausgeht. Hosokawa komponiert für westliche und japanische Instrumente, verwendet japanische wie europäische Literatur und Dichtung, überträgt ästhetische Prinzipien der japanischen Kultur wie etwa die Linien, Bewegung und Führung der Kalligrafie auf musikalische Verläufe oder betont naturhafte Prozesse, wo eben Natur auch hier für Japan steht, wie das Aufgehen, Blühen, Erwachen ins Musikalische. Diese Kombination kommt bisweilen schon in den Werktiteln und Besetzungen zum Ausdruck, so etwa im Streichquartett Blossoming oder im Klavierkonzert Lotus under the Moonlight, Hommage an Mozart, oder in den Chorstücken Die Lotusblume, Hommage an Robert Schumann auf ein Gedicht von Heinrich Heine. Er hat eine Oper Vision of Lear nach Shakespeare geschrieben, aber auch eine Oper Matsukaze nach einem No-Drama von Seami.
Sein Werkverzeichnis umfasst eine Reihe von Kompositionen mit explizitem Naturbezug, so die Reihe Ferne Landschaft, Wind from the Ocean, Stilles Meer, Birds Fragments und anderes. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht einer sehr aktuellen Komposition, Futarishi Suka, eine Kammeroper, die seine Ideen, finde ich, sehr schön auf den Punkt bringt. Die Grundlage ist ursprünglich ein Notdrama aus dem 12. Jahrhundert. Für Hosokawas Komposition verfasste der japanische Autor Orisa Hirata ein Libretto nach dieser Geschichte, Futari Shizuka, und versetzt den historischen Stoff in die Gegenwart. Gesungen wird auf Japanisch und Englisch. Helen, Sopran, eine Migrantin, trifft auf den Geist der seit 9 Jahrhunderten im Schnee verschollenen Lady Shizuka. Den Part der Lady Shizuka hat Toshio Hosokawa speziell für die japanische No-Darstellerin Aoki Ryoko komponiert. Jetzt gerade eine Komposition auch mit Ryoko Aoki zu präsentieren, hat auch mit meinen Erfahrungen in Japan während meines Forschungsaufenthaltes 2019 zu tun. Ich habe sie getroffen und es war ein Teil meiner musikwissenschaftlichen Forschung. Sie verfolgt einen sehr spannenden Ansatz, indem sie traditionelles No studiert hat, also den No-Gesang, das No-Schauspiel, den No-Tanz, aber sich aus dem Kontext des traditionellen No-Theaters gelöst hat und inzwischen über 50 Kompositionen bei zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten in Auftrag gegeben haben, die für sie und ihre Stimme, ihre Art zu singen und zu präsentieren, komponiert haben. Und in diesen Kontext passt eben auch dieses Stück. Aber lassen Sie uns doch kurz reinhören.
Ja, soweit zu Hosokawa. Die Kunst von Aoki Ryoko ist in der Tat sehr faszinierend und ein weiterer spannender Forschungs-, aber auch Erlebnisbereich. Ich hatte eben schon erwähnt, dass es inzwischen eine ganze Fülle von Kompositionen gibt, die speziell für ihre Art des Gesangs komponiert wurden. Und zum Beispiel sehen Sie sie mit Peter Oetwösch, das war das Projekt Secret Kiss. Oder die Nopera, das ist das Konzertplakat, was Sie rechts sehen. Das konnte ich damals in Kochi live sehen, eine Komposition von Noriko Baba. Der nächste Punkt meines Vortrags jetzt betrifft Kubo Mayako. Während Takemitsu Zeit seines Lebens in Japan lebte, Hosokawa gewissermaßen ein Wanderer zwischen den Welten ist, er lebt in Japan und in Deutschland, ist Kubo Mayako eine klassische Bildungsmigrantin, die Anfang der 1970er Jahre ihre Heimat Kobe verließ, um erst in Wien bei Roman Haubenstock Ramati, dann in Hannover bei Helmut Lachenmann Komposition zu studieren. Inzwischen lebt sie seit vielen Jahren in Berlin und kommt nur noch auf Reisen nach Japan. Sie bezeichnet sich als eine Komponistin japanischer Herkunft, Zitat, die jedoch künstlerisch dem europäischen Erbe und der musikalischen Moderne eng verbunden ist. Ihr Werk weist deutlich intellektuellere Züge auf als das ihrer Komponistenkollegen Takemitsu und Hosokawa, insofern als sie stets um Themen kreist, die gesellschaftspolitische Phänomene kritisch in den Blick nehmen. Die Verflechtung japanischer und europäischer Elemente mit aktuellen, kritisch-humorvollen Aspekten ist typisch für die Musik Kubos, deren Stilistik nicht starr, sondern wandelbar ist und souverän unterschiedliche Facetten beleuchtet, je nach Notwendigkeit des musikalischen Gegenstands. In ihren bisher drei Opern, Osan, Geheimnis der Liebe, Rashomon und Der Spinnfaden, greift sie auf japanische Literatur zurück, die sie bei der Überarbeitung der Libretti kritisch aktualisiert, in die heutige Zeit verlagert oder gesellschaftliches Rollenverhalten neu definiert. Oft geht es auch in ihrer Musik um die Frage der Herkunft oder der Heimat, um die Frage, was ihre Heimat sei und was die Fremde, aber auch beispielsweise um Migration im Allgemeinen. Dazu passt eine Musikreihe, die sie ins Leben gerufen hat, unter der Überschrift Mazel Tov in Japan, Klaviermusik im Exil, bringt und lässt die Werke von Komponisten zur Aufführung bringen, die während der Nazi-Diktatur nach Japan ins Exil gingen und deren Werke oftmals vergessen in japanischen Archiven schlummern. In ihrer eigenen Musik sind es oft aktuelle Themen, die mit Japan zusammenhängen, die Kubo zur Komposition inspirieren, so zum Beispiel die Sanriku-Lieder, die sie nach der Tsunami-Katastrophe 2011 auf Gedichte Meiko Matsudairas komponierte, oder das Meer, das ihre Art war, die Wut über die Atomkatastrophe in Fukushima auszudrücken. Den Auftakt dieser, ich nenne es jetzt mal so, gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung in Musik bildete eins ihrer frühen Werke für Tonband und Posaune aus dem Jahr 1978. Iterum meditemur für Hiroshima lautet der Titel. Iterum meditemur bedeutet ungefähr, ich denke darüber nach, und ist ein Hinweis darauf, dass sie damals das große Latinum nachgemacht hat. Kubo besuchte zu der Zeit mit einem Freund aus Cleveland, Ohio, das Ohio State Museum. Es wurde eine Tageszeitung vom 7. Dezember 1941 ausgestellt mit der Überschrift Japs Bomb Pearl Harbor. Die Erkenntnis, dass sie als Japanerin nicht nur eine persönliche, schöne, friedliche Vergangenheit mit sich trug, sondern auch eine kollektive und aus der US-Perspektive quasi feindliche, sei wie eine Ohrfeige für sie gewesen, die sie aus ihrer jugendlichen Naivität gerissen habe, so sinngemäß ihre Worte. Das genau fand Niederschlag in einer Komposition, eben dieser Komposition Iterum meditemur für Hiroshima, eine elektronische Tonbandkomposition, die Texte zugrunde legte, einmal eben Texte aus einem japanischen Buch, das sie im Reisegepäck hatte, Mein Herz ist nicht aus Stein, von Takahashi Kazumi, und
Texte aus diesem Zeitungsartikel, den sie gelesen hatte, auf Englisch. Die Texte sind so verarbeitet, dass man sie die meiste Zeit nicht versteht, nur an zwei Stellen versteht man etwas, nämlich USA und Japs. Eins ihrer jüngeren Projekte trägt den Titel Schnee, die Unzulänglichkeit des Sterbens. Es ist aus dem Jahr 2016 geschrieben für einen Laienfrauenchor, der dieses Werk bei ihrem Auftrag gegeben hat. Thema ist das Altern und der Tod. Der Text fußt auf einer mittelalterlichen japanischen Legende. Es geht um das karge Leben in einem namenlosen Dorf, in dem das Essen stets knapp ist und jeder zusätzliche oder überflüssige Esser das Überleben der anderen gefährdet. Deshalb müssen die Alten ab 70 sich zu einer Pilgerreise zum Berg Nirayama aufmachen, um dort den Hungertod zu sterben. Schnee als Bild für Leben und Sterben ist für Kubo zugleich auch, ich zitiere, eine Metapher für die Schwierigkeit, gegen Konvention und Tradition anzugehen. Denn in der schwierigen Tradition des Brechtschen Lehrstück stehend kreist Schnee um die Frage, ob ein Mensch damit einverstanden sein muss, sich einer Gesellschaft zu opfern, und zielt darauf ab, eine eigene, zeitgemäße Antwort zu finden, die sich auf den Generationenkonflikt, auf den Umgang mit Alter und Armut und auf die mögliche Lösung gesellschaftlicher Probleme durch die Eliminierung überflüssiger Esser bezieht. Soweit Kubo. Erneut legt sie also mit ihrer Musik den Finger in eine gesellschaftliche Wunde und fragt, wohin weist die Zukunft? Die Uraufführung von Schnee fand im Frühjahr 2019 in Berlin statt. Sie hören hieraus einen kurzen Ausschnitt. Ja, kommen wir zu Karl-Heinz Stockhausen, den sie hier als junger Mann 1966 während seines ersten Aufenthaltes in Japan sehen. Stockhausen studierte Schulmusik und Komposition an der Musikhochschule in Köln. Früh kam er in Kontakt mit der musikalischen Avantgarde, deren wichtigstes Forum damals die Darmstädter Ferienkurse für neue Musik waren. Er lernte darüber Zwölftonkompositionen kennen, wie sie Arnold Schönberg und Anton Webern komponierten, sowie die ersten Versuche, eine rein gebundene Ordnung von Tönen auf andere Klangeigenschaften zu übertragen. Er war fasziniert von diesen Ansätzen und entwickelte sie zur sogenannten seriellen Musik weiter. Ein hochkomplexes Kompositionsverfahren, das weit entfernt von den
bislang verbindlichen musikalischen Praxen ist, etwa vom dur-moll-tonalen Denken oder vom Gestalten mit Motiven, Themen und Melodien. Ähnlich wie Takemitsu ging es auch Stockhausen um eine Distanzierung von allen Musikformen, die von den Nazis zu politischen Zwecken missbraucht worden waren. Stockhausen gehörte zu den Pionieren der elektronischen Musik, baute beim Westdeutschen Rundfunk in Köln eines der bedeutendsten Studios für elektronische Musik mit auf. In diesem Studio, das er in den 60er Jahren leitete, war unter anderem auch Mori Makoto zu Gast. Er brachte sein technisches Wissen nach Japan, wo beim Rundfunksender Nippon Hosokyokai in Tokio ein Studio exakt nach dem Kölner Vorbild eingerichtet wurde. 1965 lud man Stockhausen als Gast dorthin ein, um einen Kompositionsauftrag zu realisieren. Er reiste Anfang 1966 nach Japan und erfuhr das, was man wohl einen Kulturschock nennt. Es gab damals ungefähr einen Flug die Woche von Deutschland, von Frankfurt nach Tokio. Und man muss sich vor Augen führen, es gab noch kein Internet, wenig Fernreisen und auch das Fernsehen war natürlich noch nicht das, was wir heute kennen, sodass Japan für ihn wohl wirklich noch sehr fremd war. Ich zitiere, meine Ankunft in Japan war eine so ungeheure Veränderung in meinem Leben, dass ich mich wie jemand fühlte, der aus der Provinz in die große Welt kommt. Dort, wo ich das alte Japan antraf, spürte ich hohe Kultiviertheit. Die Art des Essens und die Auswahl der Speisen war unendlich viel kultivierter als dort, wo ich lebe. Die Weise, sich anzukleiden, jemanden zu empfangen, jemanden zu verabschieden, ein Bad zu nehmen, das Bett zu bereiten, zu lieben, sich Geschenke zu machen, alles ist Kunst. Kein Land hat Stockhausen so nachhaltig beeindruckt und sich in so tiefgreifendem Maße auf sein Denken und Komponieren ausgewirkt wie Japan. Während seines ersten Aufenthaltes hatte er die Gelegenheit, verschiedene Einblicke in die Kultur Japans gewinnen zu können. Er besuchte No-Aufführungen, Konzerte mit Gagaku-Musik, Kabuki, Sumo-Kämpfe, Teezeremonien und viele verschiedene Tempel. In Nara durfte er im Todaiji-Tempel 3 Tage und 3 Nächte lang an der Omitsutori-Zeremonie teilnehmen. Das ist das Foto auf der linken Seite. Ein wesentlicher Aspekt, der sich auch in seiner musikalischen Zeitgestaltung niederschlug, betraf das Zeiterleben. Ich zitiere, das Timing der Japaner ist ein ganz anderes. Es ist so, dass die Japaner im äußerst schnellen Bereich wenigstens eine, in Anführungszeichen, Oktave mehr und im äußerst langsamen Bereich wenigstens 2 Oktaven mehr haben als wir Europäer. Damit verglichen ist das europäische Zeitgefühl mittelmäßig. Es hält sich in einer mittleren Region auf zwischen den schnellsten und langsamsten Zeitveränderungen, die man in Japan erlebt. Das ist ein relativ begrenzter Bereich. Die äußerst schnellen Aktionen und Reaktionen und die äußerst langsamen Bewegungen, langen Pausen und Wartezeiten der Japaner lassen wiederum viel weniger Veränderungen im mittleren Zeitbereich vorkommen als bei Europäern. Also für ihn war immer ein Beispiel der Sumo-Kampf, wo sich die beiden Ringer relativ lange unbeweglich gegenüberstehen und dann innerhalb einer kurzen explosionsartigen Bewegung den Kampf entscheiden. Oder die langsamen stilisierten Bewegungen im No-Theater. Ein weiterer wichtiger Aspekt daneben war für ihn als gläubiger Mensch, der von einer gottgestifteten Sinnhaftigkeit des Kosmos und aller Lebewesen überzeugt war, dass er fasziniert war von dem Unmittelbaren und Selbstverständlichen der spirituellen Dimensionen, wie sie in Japan durch Buddhismus und den Shintoismus im Alltag präsent sind. Im Studio des NHK komponierte Stockhausen das Werk Telemusik, ein Werk, in dem zahlreiche Musiken aus aller Welt, Volksmusik, rituelle Musik und anderes, als Grundlage des elektroakustischen Kompositionsprozesses von Stockhausen ausgewählt wurden. Das ist für Stockhausen damals ähnlich neu wie für Takemitsu der Ansatz einer Verknüpfung westlicher und östlicher Elemente war, denn bis dahin hatte Stockhausen alles abgelehnt, was einen Anklang an die Vergangenheit oder bereits Bekanntes hat. Hier jedoch fügte er das Ganze zusammen. Es gibt eine weitere Komposition, Hymnen, die in jener Zeit entstand, die mit den Nationalhymnen der Welt arbeitet. In Telemusik wollte er, ich zitiere, einem alten und immer wiederkehrenden Traum näher kommen. Einen Schritt weiter zu gehen in die Richtung, nicht meine Musik zu schreiben, sondern eine Musik der ganzen Erde, aller Länder und Rassen.
Sie werden sie in der Telemusik hören, ich bin gewiss. Jene mysteriösen Besucher vom japanischen Kaiserhof, die Gagaku-Spieler, von der glücklichen Insel Bali, aus der südlichen Sahara, von einem spanischen Dorffest aus Ungarn, von den Shibibos des Amazonas, von der Omitsutori-Zeremonie in Nara, an der ich 3 Tage und Nächte lang teilnahm, aus dem fantastisch virtuosen China, vom Koyasan-Tempel, von den Bewohnern des Hochgebirges in Vietnam und was weiß ich, wo sonst noch her. Japanische Musik ist überall in der Telemusik, die dem japanischen Volk gewidmet ist, nicht nur in den musikalischen Zitaten, sondern auch im Zeitkonzept. Das Stück hat 32 Abschnitte, sogenannte Momente, die jeweils von einem japanischen Tempelinstrument markiert sind. Auch hierzu ein kurzer Klangeindruck. Erschrecken Sie nicht, es gibt einen sehr hohen, flirrenden Klang zu Beginn. Es ist halt elektronische Musik. Ja. 1970 kehrte Stockhausen nach Japan zurück, und zwar im Kontext der Weltausstellung Expo 70. Er war auserwählt worden, den deutschen Pavillon als Künstler zu vertreten. Die Expo 70 fand von Mitte März bis Mitte September in Osaka statt. Es war die erste Weltausstellung, die auf asiatischem Boden und damit in Japan stattfand. Das Thema der Expo war Fortschritt und Harmonie für die Menschheit. Symbolisch ging es um die Architektur der Zukunft. Der Westdeutsche Pavillon, das sogenannte Kugelauditorium, was Sie auf dem Bild sehen, wurde von dem Architekten Fritz Bornemann entworfen und basierte auf künstlerischen Konzepten von Karl-Heinz Stockhausen. Sie sehen unten links auf dem Foto den Deutschen Pavillon. Hier, das ist die Fläche mit dem Kugelauditorium und dem unterirdischen Teil. In dem unterirdischen Teil war Musik zu hören von Bach bis zur Gegenwart. Es gab andere zeitgenössische Komponisten, die dort ebenfalls zu hören waren. Aber im Kugelauditorium war nahezu ausschließlich Stockhausens Musik zu hören, über 5,5 Monate lang, 183 Tage, täglich 5,5 Stunden Live-Programm mit seiner Musik, vor allem Gesamtpublikum von rund 1 Million Zuhörer. In Anschluss an die Weltausstellung wurde Stockhausen vom damaligen Direktor des japanischen Nationaltheater Kido Toshiro eingeladen, eine Komposition für das kaiserliche Gagaku-Ensemble zu schreiben. Kido hatte auch Takemitsu und Mayuzumi Toshiro einen Auftrag erteilt,
einige Jahre später übrigens auch Hosokawa. Es war nicht nur neu zu der Zeit, dass zeitgenössische Komponisten für dieses Ensemble schreiben sollten, sondern ganz besonders neu, dass ein deutscher Komponist darunter war. 1974 erhielt Stockhausen einen Brief von Kido. Er schreibt: Es freut mich sehr, dass wir schließlich durch Ihr bereitwilliges Verständnis so weit gekommen sind, dass der Plan, durch das Vereinigen des deutschen hervorragendsten Geistes der Zeit mit der echt japanischen Tradition, eine neue Hofmusik Gagaku zu schaffen, verwirklicht werden kann. Kido war in der Tat sehr progressiv. Er sagte in einem Gespräch, ich hatte die Gelegenheit, ihn 2019 während meines Aufenthaltes in Japan zu treffen, dass er in der Tat eine neue Gagaku-Musik wollte und er habe gewusst, dass Takemitsu zum Beispiel nicht so weit sich nach vorne wagen würde. Deshalb habe er Stockhausen explizit gebeten, die Grenzen des herkömmlichen Gagaku zu überschreiten. Es dauerte eine Weile, bis der Auftrag schließlich umgesetzt wurde. 1977 war es soweit. Stockhausen hatte eine Vision oder die Vision eines musikalischen Jahreslaufs. Ich zitiere: Unsere Sprache spricht vom Lauf der Zeit, vom Lauf der Gestirne, vom Laufen einer Uhr, vom Lebenslauf, vom Jahreslauf. Ich sah vor mir die Jahreszahl 1977, erlebte den Lauf, die Musik, die Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrzehnte und hörte Jahre. Direktor Kido vom Nationaltheater Tokio bittet um ein Werk für Gagaku, Orchester und Tänzer. Vision vom Jahreslauf als Tanz und Musik, von mir die Jahreszahl 1977. Das Prinzip bei der Komposition ist, dass diese Zahl, man kann das dann jeweils aktualisieren, auf das Jahr, in dem das Stück aufgeführt wird, auf der Bühne zu sehen ist. Und es gibt Tänzer, die in den Zahlen laufen, alle in unterschiedlichen Tempi. Und entsprechend gibt es musikalische Schichten, die eben im Sinne von Jahrtausenden, Jahrhunderten, Jahrzehnten und Jahren in unterschiedlichen Geschwindigkeiten verlaufen. Das ist eine Schaffenskonstante in Stockhausens Werk, diese Idee, Zeitschichten parallel in unterschiedlichen Geschwindigkeiten verlaufen zu lassen, aber hängt auch mit der Art der Gagaku-Musik zusammen. Es war eine Bedingung, dass er für das original kaiserliche Ensemble mit der Besetzung schreibt, also mit Sho, Shiriki, Ryoteki, Biwa und so weiter. Es entstand eine Version für dieses Ensemble, diese Besetzung, und Stockhausen schrieb später dann noch eine europäische Version, wo er den japanischen Instrumenten eben jeweils eine europäische Entsprechung zuordnete. Die Uraufführung fand am 31. Oktober 1977 statt. Sie sehen, der Titel lautet auch Licht Hikari. Auch das war ein Anstoß von Kido. Stockhausen hatte ihm nach einem Wort für etwas, was extrem schnell ist, gefragt. Und Licht wurde dann der Titel von Stockhausens großen Opernzyklus Licht, die 7 Tage der Woche. Und der Jahreslauf wurde von ihm aufgenommen als erstes Stück in diesem Zyklus. Es geht in dem Stück darum, dass damals noch Engel und Teufel, später in der Oper Michael und Lucifer, gegeneinander kämpfen, einen intellektuellen Kampf. Der eine möchte die Zeit anhalten, der andere versucht, die Zeit wieder in Gang zu bringen. Das geschieht mit Versuchungen. Also es wird unterbrochen, indem jemand Blumen für die Musiker bringt oder jemand mit Geldscheinen winkt oder mit Essen oder zum Schluss auch mit einer schönen Frau, die versucht abzulenken. Und eben umgekehrt wird dann wieder versucht, die Zeit in Gang zu bringen. Die Aufführung in Japan wurde sehr schlecht entgegengenommen. Es war ein Eklat, könnte man sagen. Es gibt verschiedene Deutungen. Der Musikwissenschaftler Shimizu Minoru, der sich die Rezensionen der damaligen Uraufführung angeschaut hat, sagt, es hing auch mit diesen szenischen Elementen zusammen, mit dem das japanische Publikum gerade in Kombination mit dem Gagaku-Ensemble nichts anfangen konnte. Aber wie Kido dann in dem Gespräch 2019 berichtete, hatte es auch eine politische Dimension.
Denn das Nationaltheater hatte die Aufgabe, die traditionelle japanische Musik zu pflegen. Und diese Art des Progressiven war einfach nicht erwünscht. Und das wurde eben auch Kido entsprechend dann aufgetragen, diese Art von zeitgenössischer Avantgarde-Musik für das Gagaku-Ensemble nicht weiter in Auftrag zu geben und auch den Jahreslauf nicht noch einmal mit diesem Ensemble aufzuführen. In der Tat wurde Stockhausen dann viele Jahre in Japan nicht mehr aufgeführt. 2014 allerdings hatte Kido, der ein großer Stockhausen-Fan war und auch von diesem Stück immer wieder wirklich überzeugt war, dann die Gelegenheit, noch einmal eine Aufführung zu realisieren mit der japanischen und der europäischen Version. Sie sehen hier noch das Programmheft und Stockhausen in einem Tempel sitzen. Für Stockhausen war die Begegnung mit Japan immer wieder und in unterschiedlicher Hinsicht fruchtbar. Er hat auf der oder am Ende der Expo 1970 damals seine erste sogenannte Formelkomposition Mantra in Osaka komponiert und dann 1977 in einem Tempel in Kyoto auf der Rückseite einer Eintrittskarte zu einem Tempel Konchi-in die sogenannte Superformel für Licht komponiert. Also offensichtlich war die Atmosphäre immer wieder auch sehr inspirierend. Da sind wir bei dem Stichwort japanische Gärten. Das ist mein letzter Punkt, den ich auch nur kurz anreißen und skizzieren möchte. Japanische Gärten sind ganz wunderbare Orte und haben verschiedene Komponistinnen und Komponisten gerade auch in der Gegenwart inspiriert zu Kompositionen. Olivier Messiaen ist ein berühmter Vertreter. Er hat Set Haikai, 7 japanische Skizzen für Klavier und kleines Orchester geschrieben. Darunter, unter diesen Stücken sind eben einige, die sich explizit auf japanische Gärten beziehen. Oder Tempel. John Cage hat Ryoanji geschrieben, eine Reihe von Stücken für verschiedene Soloinstrumente. Ich habe Ihnen als Beispiel der finnischen Komponistin Kaija Saariaho die 6 Japanese Gardens mitgebracht für Schlagzeug und elektronische Musik. Sie sehen in Gedenken an Toru Takemitsu aus dem Jahr 1997. In diesen 6 Stücken gibt es explizite Beziehungen zu Tempeln und sie sind verbunden mit gewissen Eigenschaften. Ein bisschen erinnert das an die Programmmusik des 19. Jahrhunderts. Sie alle kennen Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky oder die Moldau von Smetana. Klanglich ist das natürlich eine andere Welt, die sich hier eröffnet. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel aus dem ersten Stück. Mein letztes Beispiel ist eine Komposition von
dem französischen Komponisten François Bell, einem der bedeutendsten Komponisten elektroakustischer Musik in Frankreich. Das Werk ist Espace Inhabitable überschrieben, unbewohnbare Räume, könnte man sagen. Und der erste Teil, Jardin de Rien, Gärten des Nichts, bezieht sich in der Tat auf einen japanischen Garten. Aber lassen Sie sich nicht in die Irre führen. Das Bild, was Sie sehen mit François Bell, ist nicht in Japan entstanden, sondern es ist ein Zen-Garten in Boston. Ich habe François Bell die Tage noch mal gefragt. Er war bisher noch nie in Japan. Und es verweist aber vielleicht darauf, dass es im Wesentlichen auf die Idee ankommt, die man von einer Sache hat, das Bild im Kopf, und das passt zur Musik. François Bell sehr, sehr stark mit Klangbildern arbeitet. Er hat seine Musik auch als Kino für die Ohren bezeichnet. Jardin de Rien ist das letzte Beispiel, mit dem ich dann auch schließen möchte. Es dauert 3 Minuten und ist daher zum Ausklang, finde ich, ganz schön geeignet. Eben elektroakustische Musik, die mit den Ideen dessen arbeitet, was man in einem japanischen Garten vorfindet, könnte man sagen. Also zum Beispiel festes, körperliches oder fließendes Wasser, aber nicht nur, sondern zum Beispiel auch das Geräusch von zerkleinertem Kies oder körperliches wie Steine, die womöglich auch klingen können. Also François Bell ging es nicht um den romantischen Eindruck eines klingenden Gartens, sondern um Klangphänomene. Aber hören Sie doch selbst. Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und selbstverständlich stehe ich gleich noch für Fragen zur Verfügung.
Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Frau Dr. Mich, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich überaus anschaulichen und informativen Vortrag, der meines Erachtens, ich bin Laie auf dem Gebiet, aber ich muss sagen, ein enorm breites Spektrum der Auseinandersetzung auf dem Gebiet zeitgenössischer Musik zeigt. Und offensichtlich spielt auch die jeweilige Haltung und Vita des einzelnen Komponisten, der sich mit der Musik Japans oder eben auch umgekehrt von Japan aus gesehen mit unserer Musiktradition befasst, eine große Rolle in dem, was dann kompositorisch entsteht. Sie hatten dankenswerterweise einige sehr bekannte und prominente Komponisten auch in den Vordergrund des Vortrags gestellt, die in unserem Institut auch zu Gast waren, beziehungsweise im Laufe der letzten Jahrzehnte entweder deren Stücke gespielt wurden oder die auch persönlich hier waren, als selbst Todo Takemitsu, der zu unserer Serie Japanische Musiktage, die wir in den späten 80ern und frühen 90er Jahren mit dem Ensemble Modern und dem Ensemble Köln damals veranstaltet hatten, war bei einem dieser von uns initiierten Konzerte zu Gast. Seit vielen Jahren verbindet unser Institut auch eine enge Verbindung mit Hosokawa Toshio. Wie wir gehört haben, ist ja im November ein Gesprächskonzert vorgesehen und es hat in der Vergangenheit viele Konzerte und Events gegeben, an denen er beteiligt war. Und er war auch mehrfach zu Gast in unserem Institut. Auch Kubo Mayako kann ich nennen. Insofern freut mich das sehr, dass Sie diese Beispiele ausgesucht haben, weil ich damit sehr schöne Erinnerungen auch aus unserem Konzertprogramm verbinde, die natürlich auch fortgeführt werden. Also japanische Komposition vorzustellen, ist uns immer ein großes Anliegen. Zu meiner Überraschung haben uns über die Frage- und Antwortfunktion keine Fragen erreicht. Jetzt sehe ich allerdings im Chat, kommt etwas, sondern nur ein Gruß aus und ein von einem Teilnehmer. Und ich möchte den Zuschauern oder den Teilnehmern anbieten, jetzt noch die Gelegenheit zu nutzen, Fragen zu stellen. Ah ja, jetzt erreicht uns eine Frage. Welches Gagaku-Ensemble spielte 2014 bei der Wiederaufnahme von Stockhausens Hikari Licht? Ui, ich könnte jetzt hinter mich greifen. Haben Sie es spontan gefunden, ja. Und, leider nicht so viel Japanisch, als dass ich das jetzt Ihnen sagen könnte. Aber vielleicht, das lässt sich sicher nachliefern. Ja. Also könnte das Herrn Golk dann noch mitteilen. Ja, da gebe ich das weiter. Die Frage kam von meinem früheren Kollegen, Herrn Reese, der hier den Musikbereich über lange Jahre betreut hat. Dann gebe ich die Information gerne weiter. Eine weitere Frage stellt Stefan Bayer. Vielen Dank, Frau Dr. Mich, für diesen anregenden Vortrag. Mich würde interessieren, wie beurteilen Sie den Kulturtransfer bei einer jüngeren internationalen Generation? Ich denke an Yoshiaki Onishi, der in den USA unterrichtet, Eiko Tsukamoto, die in Berlin lebt, Yasutaki Inamori, der in Köln den Bernd Alois Zimmermann Preis gewann und so weiter. Ja, das ist eine speziellere Frage. Die möchte ich etwas allgemeiner beantworten. Ich denke, auch da haben wir wieder eine ganz andere Ausgangssituation, einen ganz anderen Kontext als in den 50er oder 60er, 70er Jahren. Diese jüngere Generation wächst so selbstverständlich in diesem globalisierten Kontext auf, dass das, was uns heute zur Verfügung stellt, nochmal ein ganz anderes Spektrum ist und dadurch auch das Verhältnis sich dazu, was man nutzt, wie man komponiert, was man aufgreift, auf jeden Fall ein ganz anderes ist. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt, was jetzt diese Zäsur, die wir durch Corona erfahren haben, in unserem Reisen zum Beispiel und in der Selbstverständlichkeit beim Bewegen durch die Welt erfahren werden. Wir sind zwar auf der einen Seite durch das Digitale
ja, mindestens genauso viel unterwegs, aber doch anders. Und da ist die Frage, ob diese selbstverständliche Rezeption und Aufnahme, was international zur Verfügung steht und was man sich aneignen kann und sich erschließen kann, ob das genauso weitergehen wird wie in den letzten Jahren. Was ich aber auch beobachtet habe, ist, dass diese Frage, die gerade auch bei Kubo Mayako ja mit anklang, am deutlichsten vielleicht nach der Herkunft, eine ganz andere Präsenz und Aktualität erfährt. Also gar nicht so sehr im nationalen Sinne, sondern in dem Sinne, wo habe ich meine Wurzeln in dem, was ich mitbekommen habe, wie meine Ästhetik aussieht, wie ich mich kompositorisch verorte oder mit Blick auf Aussagen. Das ist sehr interessant, obwohl wir eben einerseits es als so selbstverständlich ansehen, dass Biografien, gerade Bildungsbiografien, heute von Mobilität gekennzeichnet sind, das doch dazu führt zu sagen, wer bin ich, woher komme ich und wie setze ich das, was ich mitbekommen habe, um. Also das relativiert dann doch interessanterweise die Fülle, vor der wir heute stehen. Und wir haben, insofern möchte ich das eben auch etwas allgemeiner beantworten, weiterhin sehr individuelle Ansätze. Also das, was eine einzelne Künstlerin, ein einzelner Künstler aufnimmt, rezipiert, umsetzt, zum Ausdruck bringt, ist eben sehr individuell und erfordert eben auch einen genauen Blick auf diese persönliche, individuelle Aussage. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Mich. Eine Zuschauerin namens Frau Daimel stellt nochmal eine Frage zu Hosokawas Inspiration durch die Natur und fragt ganz allgemein, ob Sie darauf noch etwas näher eingehen könnten. Die Frage ist etwas allgemein gestellt. Also kann man tatsächlich sagen, dass das Motiv der Natur von Hosokawa in besonderer Weise verinnerlicht wurde und sich in seinem Werk spiegelt? Ja, das würde ich schon so sagen. Also es spielt eine große Rolle und eben auch das, was an Naturbezug und Idee aus dem japanischen Kontext kommt, versucht er umzusetzen. Ja, denke ich auch. Also, Ich hatte ja auch versucht, schon ein bisschen mit den, obwohl das jetzt etwas allgemein gehalten war, mit den Werktiteln aufzuzeigen, dass es eben sehr starke Naturbezüge gibt. Und ja, gut, das würde jetzt dann wieder in Richtung Kalligrafie führen, die Linienverläufe oder die Idee des Atmens, der Stille und des Schweigens, ja, was in den Bereich Natur gehört. Also Natur ist ja nicht nur Landschaft, sondern man müsste jetzt eben auch den Naturbegriff dann nochmal etwas breiter auffächern. Ja, vielen Dank. Und die letzte Frage, die ich ja noch aufgenommen habe, richtet sich an Sie persönlich. Man fragt, warum Sie sich mit japanischer Musik befasst haben, also was da Ihre Motivation war. Gab es da ein bestimmtes Schlüsselerlebnis oder ist mehr Zufall gewesen, dass Sie sich so intensiv mit japanischen Komponisten befassen? Es ist wahrscheinlich immer ein bisschen komplex. Also ich habe früh angefangen, mich für Japan zu begeistern. Das ist das eine. Ich wollte mich immer näher mit Japan befassen. Und dann habe ich eben viel zu Stockhausen gearbeitet und darüber einen bestimmten Blick auch auf Japan bekommen und gesehen, wie wichtig das für sein Werk ist. Habe dann Kubo Mayako kennengelernt im Kontext eben meiner Veranstaltungsreihe. Hosokawa Toshio, das habe ich erwähnt, war eingeladen. Wir hatten damals an der Universität zu Köln eine Reihe Komposition und Musikwissenschaft im Dialog, wo wir Komponistinnen und Komponisten eingeladen haben und die uns dann Einblicke in ihr Schaffen und Denken gegeben haben. Shinoharu Makoto war ebenfalls zu Gast und dadurch ist mir natürlich Japan nach und nach einfach näher gekommen und ja, irgendwann wollte ich mehr wissen und man hört und ja, hört dann natürlich auch gezielter oder beschäftigt sich gezielter damit und das war in der Tat dann einfach eine großartige Gelegenheit vor Ort in Japan mit dem Fellowship der Japan Foundation, diese ganzen Begegnungen haben zu dürfen. Und ja, das war schon toll. Und ich werde das auf jeden Fall auch weiter fortsetzen.
Ja, ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort, auch hier für die Fragen, die wir erhalten haben. Ich denke, gerade der Bereich der Musik, des Kulturaustauschs in diesem Bereich ist äußerst lebendig. Der geht selbstverständlich weiter und es mag uns auch eine Inspiration geben, uns damit weiter zu befassen. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Mich. Ich denke, Sie haben uns da wirklich inspiriert. Und ich denke, damit beschließe ich die Diskussion hier. Weitere Fragen sind jetzt nicht gestellt worden. Eine Bitte hätte ich noch an unsere virtuellen Besucher. Wenn Sie das Webinar, bevor Sie das Webinar verlassen, gibt es ein Pop-up mit einem Fragebogen. Wir bitten Sie, wenn es Ihnen irgend möglich ist, den auszufüllen. Für unsere Veranstaltung ist das ein wichtiges Feedback, das uns auch bei der weiteren Veranstaltungsplanung hilft. Sie können dort auch Wünsche zu Themen eintragen, die wir in künftigen Veranstaltungen mit berücksichtigen sollen. Also ganz herzlichen Dank nochmal und einen schönen Abend.